konntet ihr das Gebiet kartografieren? Ich habe getan, was ich konnte, Euer Gnaden. Hier gibt es nichts außer viel Platz. Wenn es hier nichts von Wert gibt, kann Korypheus diese Ruinen von mir aus haben. Ab geht's. Die Wüste gewinnt allein durch eure Gegenwart unglaublich an Wert, Speerenharding. Wann habt ihr euch das denn ausgedacht? Ich hatte unterwegs ein wenig Zeit. Ich habe etwas gefunden. Alte Zwergenruinen an der Oberfläche. Das ist eigentlich unmöglich, aber seht selbst. Die roten Templer graben sie aus unter den wachsamen Augen der Venatori. Was auch immer sie wollen. Wir müssen es vor ihnen finden. Ich habe nordwestlich von hier rote Templer gesehen. Vielleicht sollten wir mit ihnen anfangen. Ich fand bei einem von ihnen diese Karte. Vielleicht geht aus ihr hervor, wohin sie wollen. Viel Glück. Danke, 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 danke. Skizze des Grabs bei den vier Säulen. Ah, müssen wir da wieder mit so Scherben arbeiten, oder was? Okay. Ich merke mir einfach, dass da vier Säulen sind. So, ich würde gerne mal meine Skills ausprobieren. Wow! Okay, das ist die Attacke. Die kann ich... What the fuck, ey, wie cool ist das denn bitte? Oh yeah! Wie gesagt, ich probiere es mal rum. Aber die Ausdauer geht sehr, sehr schnell runter, Leute. Also wir müssen dann unbedingt als nächstes skillen, dass die Ausdauerregeneration erhöht wird. Sonst haben wir große Probleme. Das ist heftig. So, Moment. Wir haben da noch einen Skill, den habe ich noch nicht hier. Y. Okay, also ich muss jetzt einfach ein bisschen rumprobieren. So, ja, die hat doch wieder solche. Ja, die hat wieder solche Sammelquests für uns. Passt schon. Boah. Was haben wir denn hier für Material? Nemarit. Also das scheint ein sehr, sehr viel höheres Gebiet zu sein. Bin mal gespannt, weil wir jetzt ja auch die ersten Gegner treffen. Werden wir ja bei dem ersten Riss gleich sehen. Und es ist Nacht. Das ist das erste Mal, dass wir uns hier in der Nacht bewegen, glaube ich. So einen Tag-Nacht-Wechsel gibt es ja in dem Spiel, glaube ich, gar nicht. Ne? Genauso wie wechselnde Wettereffekte und so, was ich ein bisschen schade finde. Aber naja. Hey. Seid gegrüßt. Unser soll sein die Bürde des Wissens, um es in die Erde zu tragen und uns als würdig zu erweisen. Das ist der Gesang des Lichts. Was denn? Ich weiß sowas. Die Rechtschaffenen sollen das Wort des Erbauers in jeden Winkel seines Hauses tragen. Na dann, lasst euch nicht aufhalten, verrückte Frau. Ju. Tschüss. Nimm, 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 nimm. Ob das schon Stufe 3 ist, das Nevarit? Ich meine, wir müssen der Sola sowieso mal noch hier das Amulett geben, was wir gerade bekommen haben. So, bam. Und jetzt, Werkstoffe. Metall. Wie ist denn das jetzt, das hier? Juhu, Leute, Stufe 3 Material ist das, großartig. Okay, nice. Also das Gebiet ist deutlich höher. Dementsprechend werden jetzt auch die Gegner und die Kämpfe wieder sehr viel interessanter. Freue ich mich. Da freue ich mich. Irgendwie ist das sehr viel größer, ne? Ich meine, das hat ja auch schon die Zwergin gesagt. Dass hier eigentlich nichts ist außer Platz. Und ich laufe hier gerade irgendwie reingeführt. Ewig. Also das ist echt krass, wie groß das ist. Ich mach's mal dahin. Aber ich würde unbedingt mal kämpfen, eigentlich. Ich glaube, es lohnt sich jetzt langsam mal hier mit dem Reittier ein bisschen unterwegs zu sein, ne? So, ab geht's. Oh nein, dass wir sowas mit Scherben sammeln. Na gut, dann machen wir das mal ganz schnell. Mir hat jetzt auch jemand geschrieben, dass sie sehr wichtig sind, die Scherben. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, ich habe jetzt auch nicht in Facebook geguckt, seit zwei Tagen, weil ich nicht mehr dazu gekommen bin, die Nachrichten zu lesen. Aber er meinte, dass sie wichtig sind, da hatte ich gefragt, ob man die auch für die Story dann braucht. Und da habe ich jetzt aber noch nicht gecheckt, ob er geantwortet hat. Das werde ich wahrscheinlich dann morgen machen.
meiner Zeitrechnung. Scheiße, wo ist denn das zweite jetzt hier? Ah, da ist es, Leute. Ich habe wahrscheinlich mal einen kleinen Cut gesetzt, weil das hat sehr lange gedauert. Ich bin nicht so gut im Scherben finden. Sollte ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr bemühen, weil Scherben bringen ja Glück. Tja, Sand so weit das Auge reicht. Ich wusste nicht, dass der Arsch der Welt so groß ist. Aber ich hoffe, die reden gleich weiter. Nehmen wir die hier mit und dann machen wir erstmal jetzt zu dem Riss. Am Horizont. Lagerfeuer. Sehen wir uns das mal an. Ich muss ja sagen, ich mag das Gebiet trotzdem ganz gerne eigentlich. Ich hätte es mir jetzt sehr viel ungemütlicher und schlimmer vorgestellt. Scheiße, wie komme ich denn da? Komme ich wieder nicht hoch, ne? Nee, da muss ich wahrscheinlich dann da außen lang. Da habe ich jetzt aber gerade keine Lust. So, aber hier ist noch Material zum Aufsammeln. Und ich will jetzt erstmal zu einem Riss. Ich will jetzt erstmal kämpfen. Wahrscheinlich muss ich Skills dann nochmal ein bisschen umbelegen. Boah, das ist echt ziemlich weitläufig jetzt. Aber finde ich gar nicht so schlecht, weil das war davor, weil es immer alles sehr kompakt, komprimiert gewesen. Stufe 16, Leute. Stufe 16. Okay, dann los jetzt hier. Auf geht's. Der ist down. Alter, ich glaube, ich mache ziemlich gut Schaden gerade. Guck mal her. Alter. Achtung. Muss ja auch bedenken, die sind Stufe 16, die halten jetzt deutlich mehr aus. Huch. So, meine. So, wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Da ist noch einer. Okay, ist auch down. So. Ich warte. Ich glaube, das geht schon ganz gut ab hier. Na, wir müssen erstmal den Caster töten. Meine Ausdauer ist halt noch scheiße. Ich muss unbedingt skillen, dass ich mehr Ausdauer habe. Das wäre super. Oh nein! Den wollte ich nicht machen. Habe ich auch nicht. Sehr gut. Nee. Das haut alles sehr gut rein hier. Sehr wohl erst gleich down. Ah, die wird nur fest wiederbelebt. Das passt schon. Scheiße, das war dumm. Aber egal. Alter. Also das haut richtig böse rein. Okay, ich merke schon, also den Skill, das ist der, wo ich Leben verliere, ne? Glaube ich. Moment. Ah, der nervt. Hier verliere ich Leben. Okay, also den muss ich am Anfang benutzen, damit ich Leben verliere und dann später mehr Schaden mache. In Anschluss den hier, weil das ja so ein Buff ist, in dem Bereich, wo ich mich dann bewege. Und dann muss ich mal gucken. Aber das ist erstmal, glaube ich, eine gute Vorgehensweise. Ach, da lebt noch einer. Jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, ich muss da noch eine gute Reihenfolge reinbekommen, was gut ist. Was an ihr mit eurem ernsten Gesicht? Was machen Wächter eigentlich, wenn es gerade keine Verderbnis gibt? Was immer nötig ist, um die Welt zu schützen. Ihr schließt euch also Inquisition... an. Könnt ihr euch mal ein bisschen zusammenstellen? Okay, jetzt muss ich alle erwischen. Das ist, was nötig ist. Hey, ihr seid auch hier. Die Inquisition kann schließlich nicht nur aus bärtigen Griesgramen wie euch und Cassandra bestehen. Aber sie hat doch gar keinen Bart. Oh, nicht im Gesicht, aber wer weiß. Ach ja, die Sarah. Guan, ich würde mal einen ausprobieren. Also, als erstes das. Dann das. So, irgendwie das Leben auf 30% runter machen oder so. So, jetzt und jetzt können wir den Rest machen. So. Ja, der Schaden war jetzt nicht so hoch, kann aber daran... dass er so viel Panzerung hatte. Das kann natürlich sein. Funktioniert leider nicht. So, Leute. Zieht euch mal den Schaden rein, den wir machen. Der Wahnsinn. So. Das kriege ich noch ein bisschen optimiert auf jeden Fall.
Ich bin echt nur überlegen, ob ich das nur ein bisschen umbelege, dass ich das vielleicht auch in der Reihenfolge... Ach, da hinten, guck mal. Ritter der Roten Templer. Dass ich das so belege, dass ich da irgendwie die Reihenfolge auch noch besser hinbekomme. Guck mal hier, Stufe 3, 7 Stück. Das ist der Wahnsinn. Ich bin gerade wieder total drinnen, Leute. Jetzt ärgert es mich richtig, dass ich gar nicht mehr so lange machen kann heute. So. Komm mal her. Ey, da kommt er gar nicht. Oh. Das ist keine gute Idee, mich hier runter zu hauen. So. Ey. Zieht euch den Schaden rein, den wir hier machen. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss unbedingt sehen, dass ich mehr Ausdauer regeneriere. Das ist das nächste dann. Ist auch down. Und ich bin fast down. naja. Muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Nee. So. Hätten wir. Aber hier sollte ich vielleicht auch mal die Finanzen aufheben. Wir müssen dann auch irgendwann mal Tränke skillen. Das habe ich irgendwie bisher immer ultra vernachlässigt. Aber egal. So, ich guck mal, wo wir das nächste. Wir machen erstmal den Riss noch. Einfach weil mir das Kämpfen gerade Spaß macht. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht auf den Mount, weil, wie gesagt, es ist dann sehr viel schwieriger, die Sachen einzusammeln. Weil man dann immer sehr gerne dran vorbeireitet. Ah, ist cool, Leute. Das ist genau so, wollte ich die Klasse spielen. So habe ich mir das vorgestellt mit einem Zweihänder-Damage-Diener. Ist sogar noch interessanter, als ich irgendwie dachte erst. Diese Komponente, dass wir Leben verlieren, dadurch aber mehr Schaden machen, finde ich sehr, sehr cool. Wie, die sind böse? Ich erreiche den leider nicht. So, da hinten ist der nächste Riss. Los geht's. Das sind ja richtig dicke. Müssen wir aufpassen, glaube ich. Scheiße, wieso? Den wollte ich gar nicht. So, ich bin gleich down. So, schnell auf den drauf hier. Wir haben ja noch Schild. Ich glaube, ich nutze mal hier meinen Skill. Was haben wir denn? Und drehen. Jojojo, der hält hier aus, Leute. Mann. Aber er ist down. So, nice. Kommen aber gleich noch mehr. Drauf. Alter, was ich hier reinhaue. Werden wir? Mal her. Oh nein, da kommt er gar nicht. Ich bin gleich down, aber ich muss da jetzt ja so ein bisschen Risiko eingehen. Geht nicht anders. Erstmal die... Oh, Heiltrank jetzt. Heiltrank. So, das hat Sinn gemacht. Der Dicke ist wirklich dick. Sehen. Weiter. Ich habe leider nicht mehr viel Ausdauer. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Also das wird dann das nächste sein, was wir skillen muss. Aber wir kriegen den schon hin. Das läuft. So ist down. Alter! Und Leute, das macht richtig böse Laune gerade. Großartig. So. Jojojo, ich schließe den Riss gleich. Los geht's. Das Leveln geht jetzt ja auch wieder ein bisschen schneller. Hätte ich aber erstmal skillen sollen mit der Ausdauerregeneration, das wäre besser gewesen, aber egal. So, als nächstes. Hier ist ein Lager. Ich sollte mich erstmal Richtung Lager bewegen. Das ist eine ganz gute Idee. Was haben wir hier? Noch ein Riss. Dann nehmen wir den noch mit. Dann hier hin. So, ich hau mich aber nicht auf den Mount, wie gesagt, ich will noch Zeug. Naja, doch, komm, geht's. War die ganze Zeit hinter uns gewesen. Ich finde es allein dahingehend schon ein bisschen schöner jetzt, dass das Gebiet ein bisschen größer ist. Also sehr viel Platz, ne? Weil wir dann noch endlich mal sinnvoll unsere Mounts einsetzen können. Davor hat sich das ja nie richtig gelohnt eigentlich. Außer man hat irgendwas gesucht oder so. Aber hier hat das auf jeden Fall was und sieht auch verdammt episch aus. Gehört. Und wo kam das denn? Von hier?
kam von denen, oder? Na dann los. Achtung! Einfach drauf hier. Wow, der lebt noch. Spinnst du? Komm her. Ist der down? Ja, der ist down, okay. So. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Blackwall das sinnvoll einsetzt, diese Mirror-Fähigkeit. Also vielleicht muss ich das auch nochmal ein bisschen überdenken. Ich glaube, wir mussten das mitnehmen, ne? Ich weiß es nicht mehr. So, okay, hier waren hier auch noch welche gewesen? Können wir mal gucken, hier ist irgendwie ein Brunnen oder so. Kein gutes Zeichen. Dieses Schicksal erwartet alle, die zu lange hier verweilen. Armes Schwein, die beschissene Quelle ist einfach nur ein Loch. Das ist gemein. Wenn es einfach nur ein Loch ist. So, Todesworte nehmen wir noch mit. So, dann erstmal zum nächsten Riss machen. Da vorne ist er. Hier sind auch noch Gegner, oder was? So, ist das irgendwo eine Truhe? Nee, nicht wirklich. Dann beide. Also ich finde das Gebiet ganz cool, muss ich sagen. Ist mal eine gelungene Abwechslung. Wahrscheinlich werde ich dann irgendwann auch wieder die Helme anmachen, denke ich zumindest. Ich muss mir halt irgendwann auch mal eine Rüstung craften, auch für mich selbst. Das Problem ist, ich mag halt den Skin so gerne von der, die ich anhab gerade. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mir noch keine neue gemacht habe. Weil ich den Skin sehr cool finde. So, geht los, Leute. Auf. So, der ist gleich down. Hätten wir. Da ist wieder der Dicke. Okay, ich stun den erstmal. Na los. So, hätten wir. Und jetzt drauf hier. Aber das mit dem Drehen, das macht nicht so viel Sinn. Das macht echt nur Sinn, wenn viele Gegner da sind, wenn ich mir so die Schadenswerte angucke. Down. Aber kommt gleich noch eine Welle. Oh nein, stopp. Oh, gleich auf den Dicken. Okay, stopp, hier hauen wir das jetzt mal raus. So. Ja, gleich haben wir. Aber das ist echt ein Spiel mit dem Feuer hier, was ich hier betreibe, ne? Ich find's aber geil, ich find's großartig. Aber da ist es gut, dass wir auch Sonas dabei haben, der wiederbeleben kann. Dann habe ich noch das Amulett an, das passt schon irgendwie. Das hat schon gute Synergie irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Verschließen. Ich hätte mich ja noch näher ranstellen können. Dann werde ich irgendwann blind, weil ich nichts mehr sehe. So, hätten wir. Nice. Ring des verbesserten Klingenwirbels, noch Schurke. Eine reine Feueressenz. Ja, ich meine, guck mal, unsere Waffe ist auch nicht mehr up to date, wisst ihr? Also der Schaden, der wird noch gut nach oben gehen. So, hätten wir. Und jetzt hier hin. Und im Anschluss. Da vorne ist halt auch noch ein Lager. Aber es ist genau in der anderen Richtung. Machen wir das mal in die Richtung hier. Oh, Leute, ich feiere das gerade total. Ist noch nicht optimal, wie ich alles einsetze, aber ich komme so langsam rein. Also am Ende haben wir jetzt einfach so eine Art Aura, also so einen Kreis, den wir machen können, ne, der unseren Schaden erhöht. Dann haben wir eine Attacke, die uns Leben abzieht und unseren Schaden erhöht und die auch sehr viel Schaden macht. Und als drittes haben wir noch irgendwas. Ich glaube auch so eine Aura nochmal irgendwie den Schaden erhöht. Da muss ich dann gleich nochmal gucken. Die werde ich auch mal noch umhauen. Ich guck noch mal jetzt hier. Moment. Drachenzorn. Das ist die hier. Das ist die Attacke. Ring des Schmerzes ist das, dieser Buff, den ich meine. Und Verschlingen, was ist das? Das ist das hier.
Blut bedeutet Leben. Du stürzt dich auf deinen Gegner und verursachst Schaden in Abhängigkeit von der Schwere deiner Verletzung und heilst dich selbst. Der Effekt wird durch Ring der Schmerzen deutlich verstärkt. Ja. Okay. Alles klar, müssen wir mal gucken. Ich habe halt nie die Ausdauer, irgendwie alles einzusetzen, habe ich immer so das Gefühl. Ich guck mal, ich probiere mal beides jetzt. Wir müssen uns umsehen. Ich glaube, das heilt mich dann auch wieder ein bisschen hoch, oder war das nicht irgendwie so? Ich weiß nicht mehr genau. Ich muss mir das in Ruhe dann nochmal angucken, die Skills. Ich habe das jetzt ja wirklich in der Session mir jetzt das angeschaut, zusammen mit euch. Das ist ja dann doch immer schon ziemlich viel auf einmal. Wir müssen uns umsehen. Hier ist es irgendwo. Hab's. So, ein Tagebuch über zwergliche Ruinen. Hätten wir. So, du suchst das Venatori-Lager. Nördlich der Ruinen steht da, ne? Nee. Nördlich der Bucht. Wusstet ihr, dass sie in Ostwick Rennen mit eingefettetem Käse veranstalten? Wie dämlich ist das denn? Sie beschmieren einen Käse von der Größe eines kleinen Wagenrades mit Butter und versuchen dann möglichst weit damit zu laufen. Ich würde den Käse einfach essen. Das ist Kultur. Tja, dann geht Kultur bei mir eben durch den Magen. Aber Blackwall ist schon bewusst, dass er eher auch einen Käse als Schild benutzt. Also, das ist schon irgendwie witzig auf jeden Fall. Keine Ahnung. Also Blackwall nutzt Käse nicht, auch nicht nur zum Essen, sagen wir es mal so. Nichts zu sagen. Schön, euch wiederzusehen. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Vom niedersten Sklaven bis hin zum höchsten König. War der nicht vor wenigen Minuten noch ganz woanders? Gesegnet sind jene, die unter den Augen des Erbauers wandeln. Ha! Das kommt davon! Ah, oh, Sarah. Codex-Eintrag freigeschaltet, Prachtwitter. Stufe 2 Leder. Näher. So. Nördlich der Bucht. Lass das mal zum Lager machen, das ist, denke ich, die beste Idee. Was ist denn die? Das ist die und. Okay, ich muss mir das wirklich nochmal in Ruhe anschauen, weil die sehen ja ziemlich identisch aus. Aber die werden wahrscheinlich sich gegenseitig irgendwie ergänzen. Ich glaube, die eine heilt auch nochmal ein bisschen, die andere zieht mir wieder was ab. Irgendwie so war das gewesen. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt gerade irre. Ich hoffe, ich laufe gerade zum Lager. Sieht gut aus. Da hinten ist noch ein Riss, den machen wir gleich. Erst das Lager, dann den Riss. So. Hier ist es. Moment. Also das haut so böse rein. Ja, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Wie gesagt, ne, das machen wir als nächstes. Wir müssen irgendwie Ausdauer regenerieren skillen. Zieht euch mal die Schadensmeldung hier ran, das ist der Wahnsinn. So, plündern. Ich würde dann gerne mal einen Drachen machen, gucken, wie es da so läuft. Und was mich mal interessieren würde, ich bin aber noch nicht gestorben, ne? Mein Amulett habe ich noch an, was mich dann wieder belebt, falls mein Leben unter Null geht. Nee. Das hat mich schon wieder belebt, wie es aussieht. Okay. Dann hau ich mir das mal rein. Also von den Amuletten müssen wir mal gucken, ob wir uns die irgendwie kaufen können. Weil da könnte ich einige gebrauchen, die würden sehr viel Sinn machen. Die für euch von Belang sein dürften. Jo. Wie gesagt, wir kriegen von der immer nur so Sammelquests. Eine von Sand bedeckte Notiz, okay. Ist auch eine Höhle. Gefalteter Brief. Estoris. Die Arbeit geht gut voran, aber früher oder später wird man uns folgen. Ich habe in erhöhter Position in den schattigen Bergen offensichtlich von jemandem so genannt, der noch nie echte Berge gesehen hat, eine Wache aufgestellt. Okay. Falls ihr Harmonum sucht, der sucht in den Schluchten im Westen nach dem Grab. Magister Uratus. Okay.
So Leute, das Ding ist, ey, ich würde so gerne jetzt weitermachen, aber ich habe jetzt leider noch was vor, deswegen muss ich jetzt erstmal Schluss machen. Dafür ist meine Motivation und meine Euphorie, dann weiterzuspielen, komplett wieder umgeschlagen, ey. Also wie gesagt, diese einen Session, wo ich nicht vorangekommen bin und die Spezialisierung nicht freischalten konnte, war ich echt so, boah, hast keinen Bock mehr. Und jetzt kann ich es kaum erwarten, wieder einzusteigen und das Spiel weiterzumachen, ist wirklich so. Also Leute, da verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle und ich sehe gerade, unsere Kollegen haben auch ein Level ab, das machen wir dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder am Start seid, dann werde ich mich noch ein bisschen in die Skills auch noch davor reingelesen haben und die dann auch noch mehr ordentlich einsetzen und ja, ich bin heavy und auch, ja. Ich freue mich einfach, dass es weitergehen kann bald. So, ne, also bis zur nächsten Folge dann, macht's gut. Tschüssi.